Diesmal nehmen wir eine Schürze mit rundem Ausschnitt, großen Taschen und überkreuzten Trägern auf der Rückseite. Für das Projekt brauchen wir Stoff. Leinen, Hanf oder Tencel eignen sich dafür besonders gut. Schrägband, das stellen wir selbst her, eventuell Labels und das passende Garn. Ich habe mir folgende Stoffe bestellt. Der Leinenstoff Martin ist ein fester, griffiger Stoff mit einer für Leinen typischen Struktur. Er ist besonders gut für Nähanfänger geeignet. Franz ist ein besonders weicher und leichter Leinenstoff. Er liegt fließend in der Hand und fällt wunderbar locker. Etwas Näherfahrung ist bei der Verarbeitung von Vorteil. Tencel-Leinen Caroline ist eine leichte Webware und besticht durch ihren schönen Fall. Der Stoff ist weich und glatt und wirkt kühlend auf der Haut. Die Stoffe habe ich mit 30 Grad vorgewaschen. Sie sind dabei nur minimal eingegangen. Im Schnittmuster sind bereits 2,5 cm extra Länge einkalkuliert, damit der Stoff nicht unbedingt vorgewaschen werden muss. Den Stoff habe ich vor dem Zuschnitt gut gebügelt. Ich schneide ihn mit einem Rollschneider zu. Wir brauchen folgende Schnittteile. Das Rückteil zweimal gegengleich, das Vorderteil im Bruch, die großen Seitentaschen zweimal, die kleine Tasche und Schrägband. Damit die Stofflagen im Bruch beim Zuschneiden nicht verrutschen, stecke ich sie an verschiedenen Stellen mit Stecknadeln zusammen. Das Schnittmuster beame ich auf den Stoff. Beim Schnittmuster für Kinder ist bei der Schulter- und Seitennaht nur 1 cm Nahtzugabe enthalten. Dies ist für eine einfache Versäuberung mit einem Zickzackstich oder Overlock gedacht. Ich möchte aber auch beim Kindermodell mit französischen Nähten arbeiten. Deshalb füge ich 0,5 cm zu den Schulter- und Seitennähten hinzu. Die Knipse und Taschenpositionen nicht vergessen. Und so übertrage ich mir die Markierungen für die Taschen am Vorderteil von einer Stoffseite auf die andere. Der Stoff wird für das Schrägband im 45-Grad-Winkel zur Webkante zugeschnitten, damit er etwas dehnbar ist und sich so schön in die Rundungen legt. Für die Kinderversion habe ich 3 cm breite Streifen diagonal aus einem Quadrat von 42 x 42 cm zugeschnitten. Das ergibt ca. 4,5 Meter Schrägband. Für Erwachsene benötigt man 50 cm Stoff in der vollen Breite. Dann reichen ca. 10 bis 12 Streifen. Auf den einzelnen Bändern zeichne ich mir mit einem Trickmarker die Nahtlinien ein und lege diese dann jeweils von zwei Teilen genau aufeinander. Achte hier auf die rechte und linke Stoffseite. Jetzt verbinde ich alle Bänder zu einem langen. Zum Schluss werden die Nahtzugaben auseinandergedrückt oder gebügelt und die überstehenden Ecken abgeschnitten. Für das gesamte Projekt verwende ich eine Universalnadel. Ich lege die Rückteile links auf das Vorderteil. Die Träger überkreuzen sich. Rechts überlappt links. Schultern und Seitennähte nähe ich mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Nachdem ich die Nahtzugaben auseinandergebügelt habe, wende ich die Schürze rechts auf rechts und nähe dieselben Streck mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Und so entsteht eine französische Naht. Die Nahtzugaben, sprich die französischen Nähte, bügle ich alle in Richtung des Rückteils. Ich starte mit dem Einfassen am Rückteil rechts unten, ca. 2 cm oberhalb der unteren Kante. Beim Absteppen verwende ich immer den Blindstichfuß und eine Stichlänge von 3 mm. Das Schrägband lege ich nun rechts auf das Rückteil und nähe es die gesamte Strecke mit 1 cm Nahtzugabe an. Nun öffne ich das Schrägband nach außen und bedecke damit die Nahtzugaben. Ich steppe die Strecke knappkantig auf der Seite des Schrägbandes ab. Das erleichtert uns die nachfolgenden Schritte. Das Schrägband bügle ich nun nach innen und schlage es 1 cm um die Nahtzugabe. Ich steppe das Schrägband knappkantig entlang der Kante die gesamte Strecke ab. Der Saum wird doppelt, jeweils für 1 cm umgeschlagen, gebügelt und knappkantig abgesteppt. Achte dabei darauf, dass die französischen Nähte im Inneren in Richtung des Rückteils zeigen. Bei den drei Taschenteilen wird die obere Kante zweimal für 1 cm umgeschlagen und knappkantig abgesteppt. Alle anderen Seiten werden um jeweils 1 cm umgebügelt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich über die Anordnung der Labels Gedanken zu machen. Ich klebe sie am liebsten mit Textilkleber an der gewünschten Stelle fest.
Die kleine Tasche positioniere ich am Vorderteil rechts oben an den Markierungen und stecke sie fest. Das mache ich auch mit den beiden Seitentaschen. Diese werden jeweils über die Seitennaht genäht. Ich starte mit dem Annähen der Taschen in der oberen rechten Ecke bis zur oberen linken Ecke. Die Nadel lasse ich dann im Stoff stecken und drehe mein Nähstück um 45 Grad. Mache 2 bis 3 Stiche, drehe die Schürze nochmal um 45 Grad und nähe eine doppelte Naht, füßchenbreit, bis zum Anfang. Bei den Seitentaschen nähe ich noch jeweils eine Teilungsnaht mit dem Blindstichfuß genau über der Seitennaht. Die Schürze ist jetzt fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann speichere es dir doch gerne für später. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Selbermachen.